Willkommen zurück bei Star Trek Online. Das hier dürfte Folge 444 sein. Wir haben immer noch den 19.09.2023 und wir sind hier gerade dabei, die Episode überrascht zu spielen aus Könige und Königin. Ich lese mal die Aufgabenbeschreibung durch. Als Zusammenfassung. Unsere Verbündeten berichten uns von einem Realitätswirbel, der sich geöffnet hat. Er findet sich im Raum der Föderation in der Nähe von Sternbasis 1. Admiral Kumarke von den Lucaria und einige andere sind vor Ort, um den Wirbel mit Hilfe von Protomaterie-Technologie zu schließen. Ich möchte, dass Sie ihnen helfen. Also, wir haben den Auftrag von der Kanzlerin. Ihr Auftrag ist es, zur Sternbasis 1 zu fliegen und sich dort bei Admiral Kumarke zu melden. Helfen Sie ihr, wo dies erforderlich ist. Sollte ein Feind diese Operation stören wollen, zeigen Sie ihm, welchen Preis man zahlen muss, wenn man sich mit den Kriegern des Klingonischen Reichs anlegt. Gut, da sind wir gerade dabei. Wir haben also in den letzten Episoden gelernt, dass es eine Invasion von Borg aus dem Terranischen im Universum gibt. Also spezielle Borg, andere Borg als die, die in unserem Universum rumrennen. Deren Borg-Kuben sind rot und sie haben auch neue Arten von Borg mitgebracht. Diese Vinculum-Dinger da zum Beispiel. Vinculum-Drohnen regenerieren andere Drohnen, deswegen müssen die so schnell wie möglich aus dem Spiel genommen werden. Und manche Vinculum-Aggregate hängen an der Decke, die müssen wir auch ausschalten, weil die nämlich die Regeneration der Borg-Drohnen vorantreiben. So viel dazu. Wir haben Admiral Kumarke und einen Teil von Admiral Kims Crew aus der Gefangenschaft dieser Borg gerettet und sind jetzt gerade im Begriff, wieder auf unser Schiff hochzubeamen. Und dort werden wir die Sache jetzt wohl zu Ende bringen. Ich erwarte eine Videosequenz. So vom Gefühl her wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt. Deswegen habe ich auch hier die Videoaufnahme We geschnitten. made it. If only we'd been able to bring everyone back. Wir haben es geschafft. Hätten wir doch nur alle zurückbringen können. Ja, ein Teil seiner Mannschaft ist zurückgeblieben und wurde assimiliert. Das stimmt. Vorerst müssen wir uns diese zwei Yeah, Kuben we widmen. do. Let's take care of that, shall we? I've looked at those ugly hunks of junk long enough. Inoue out. Ja, stimmt. Kümmern wir uns darum, okay? Ich habe mir diese hässlichen Schrotthaufen jetzt lange genug angesehen. Ihr neues Ende. Kampfstation, Taktik, bereiten Sie Angriffsmuster Serana Victor 4 vor. Genau, warum auch nicht? Kenne ich zwar nicht, aber es reicht ja, wenn Serana das kennt. All ships, fire on the cube. Let's An take alle it out. Schiffe, feuern Sie auf den Andromeda, Kubus. look back. Schalten Oh, wir I thought you were lost to us. It was a close call, but our friend showed us the way home. Das wäre wichtig jetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu komme, das vorzulesen. Warme, Sie sind zurück. Ich dachte schon, wir hätten Sie verloren. Es war ganz schön knapp, aber unsere Freunde haben uns den Weg nach Hause gezeigt. Also, die waren ja verschollen in der letzten Episode, im Teil 1 von Könige und Könige, haben wir die Sonne der Nakul versucht zu reparieren. Auch mit Erfolg, würde ich sagen. Auch wenn das Ergebnis nicht so wie erwartet war. Und damals ging eins der Lucari-Schiffe verloren und die sind jetzt wieder da und haben diese neuen außerirdischen Freunde mitgebracht, die uns schon im ersten Teil dieser neuen Episode, also vor, es ist jetzt Teil 4, die uns in Teil 1 dieser Episode behilflich waren. Und das sind diese neuen Außerirdischen. Mal schauen, was wir über diese Schiffe erfahren. Wahrscheinlich nicht viel. Eterianer heißen sie, die neue Rasse, okay. So, dann Feuer. Borg-Kubus. Alles, was wir haben. Subraumwirbel 3, ein Skill, den ich neulich erst gekauft habe, den es normalerweise in Verschlusskisten gibt oder die man von anderen Spielern kaufen kann. Ein verbesserter Subraumwirbel halt. Also die verbesserte Version von der Gravitationsquelle mehr oder weniger. Das ist so stark vereinfacht formuliert. Ich lasse es mal kurz am Bildschirm, dass ihr das lesen könnt. Mit der Pausetaste, wenn euch der Skill interessiert, kurz Pausetaste drücken und den Text lesen. Also ich denke, der Skill ist es wert, dass man ihn erwirbt, aber er war nicht billig. Er hat ein paar Millionen Credits gekostet. So, dann heile ich mich mal. Ja, Supramwelt, Teleport. Jetzt könnte ich.
könnte ich mich irgendwie teleportieren. Das muss ich noch herausfinden, wie man das sinnvoll einsetzt. Der zweite Kubus ist zerstört. Na, das war ja einfacher als befürchtet. Oh ja, meine Hülle 25%. Danke für den Hinweis. Now that the invaders have been dealt with, Bright Eyes and I will be free to seal the vortex here once and for all. Thanks to you, of course. Da wir uns nun um die Invasion gekümmert haben, können Hellauge und ich den Wirbel endlich versiegeln. Das haben wir natürlich Ihnen zu verdanken. Keine Ursache, Admiral. I just received word from Starfleet Command. Our new friends want to formally introduce themselves. Ich wurde gerade vom Sternflottenkommando kontaktiert. Unsere neuen Freunde wollen sich förmlich vorstellen. Haben Sie Lust auf ein wenig Diplomatie? Ja, ich bin interessiert, was Sie über all dies zu sagen haben. You and me both. I'm sending you the information now. Da sind wir uns wohl einig. Ich sende Ihnen jetzt die Informationen. Kim, Ende. System verlassen? Hä? Sollte ich nicht die Informationen kriegen? Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, irgendwie. And these Aetherians came to your rescue then? Yes, Admiral. With their help, we made it back home. That's quite the story, Captain. Sounds like you're lucky to be here. Ops to Admiral Quinn. Quinn here. The Aetherian leader has arrived, sir. Very well. Send them in. I bring you greetings from the Aetherian Concordium. I am Tassin Fey, leader of the Starship Harmony. I come to you today with an offer of alliance against a common foe. The Borg Kingdom. This conflict is larger than you know. It is in fact a multiversal conflict. If we act together, we can bring it to an end. But we must act soon, or all will be lost. In this and every universe. Ja, Sie erinnern eindeutig an die Ikonianer. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Werden wir noch herausfinden. Ja, erstaunliches Ende. Ich habe eigentlich erwartet, dass... Ja... Zeit hätten wir noch in dieser Videoaufnahme. Vielleicht mache ich das noch. Schauen wir mal. In Arbeit. Überrascht. Missionslogbuch öffnen. So. More foul Bachtag from the Mir Universe have shown their dishonor by attacking an ally of the Empire. They will pay for their insolence. This is only the beginning. Our scientists are aware of vortices in Imperial space, and an attack from these treacherous creatures could occur soon. Should they launch a cowardly attack on us, they will face our full might in battle. Until that time, the Aetherians have called for a summit to coordinate our efforts against the Borg Kingdom. Officials from the Alliance are planning the event as we speak. I want you to be there when that time comes, and I will inform you when the plans are finalized. Today, you brought glory and honor to the Empire. Kavan! Das ist wohl der verbesserte Remodulator. Gut. Noch mehr schmutzige Badak aus dem Spiegeluniversum hat seinen Mangel an Ehre bewiesen, indem einer der Verbündeten des Reichs angegriffen wurde. Das sollen sie büßen.
Dies ist nur der Anfang. Unsere Wissenschaftler wissen, dass es Wirbel im Raum des Reichs gibt, aus denen diese verräterischen Kreaturen angreifen könnten. Sollten sie einen so feigen Angriff auf uns wagen, werden wir ihnen mit unserer geballten Macht in der Schlacht begegnen. Aber zunächst haben die Eterianer ein Gipfeltreffen einberufen, um unsere Anstrengungen gegen das Borg-Königreich zu koordinieren. Die Mitglieder der Allianz planen dieses Ereignis gerade. Wenn das Treffen stattfindet, sollten sie teilnehmen. Ich werde sie informieren, wenn die Pläne ausgearbeitet sind. Sie haben dem Klingonischen Reich heute Ruhm und Ehre gebracht. Quaban! Ja, gut, nehmen wir mal entgegen, dann lesen wir die Beschreibung von dem Gegenstand mal durch. So, ich bin gerade ein bisschen stutzig, weil ich habe eigentlich erwartet, dazu komme ich noch. Extirpan, wie auch immer. Das ist ein Bodengegenstand, den werde ich mal da reinsetzen. Und dann schauen wir uns den mal an. Ein Extirpationsremodulator entfernt Debuffs, unter anderem auch assimilierende Nadniten. Dieser Remodulator durchläuft bei ihren Waffen schnell eine Reihe verschiedener Wellen und Partikelfrequenzen, um der Anpassung durch die Borgs zuvorzukommen, wobei ihr Energieschaden kurzzeitig verstärkt wird, also mein Energieschaden, ne? Zum Modulieren ihrer eigenen Waffen müssen die Brückenoffiziere eigene Frequenzmodulatoren haben. Das heißt, man kann das wohl öfters als einmal durchspielen, wenn man mehrere von diesen Dingern haben will, oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Our allies report that a critical level okay, würde man nochmal kriegen. Und außerdem noch dieses Gewehr. Also wenn man mehrere Brückenoffiziere ausstatten möchte, muss man das ein paar Mal durchspielen. Ja, mache ich vielleicht, weil ich finde zumindest meine Elite-Brückenoffiziere sollten das haben. So, und jetzt komme ich zu einer Sache. Ich habe gerade überlegt, ob ich das mache oder nicht. Und ich denke, ich mache das. Ich spiele jetzt mit euch das neue Ereignis Guillotine da im Raum nochmal durch mit zufälligen Mitspielern. Und dann schauen wir uns das auch noch an, weil das gehört irgendwie dazu. Und ich habe erwartet, dass das irgendwie Teil der Episode ist und bin jetzt ein bisschen überrascht, dass das nicht so ist. Ich werde mal ganz kurz einen Schnitt machen, um die bisherige Videoaufnahme zu sichern. Und dann spielen wir das mal gemeinsam durch. Das dauert jetzt einfach so lang, wie es dauert. Ich weiß nicht, ob wir das in der Viertelstunde schaffen. So, gut, dann versuchen wir es mal. Ich möchte euch das nämlich zeigen, dann werdet ihr vielleicht verstehen, warum ich gerade ein bisschen gestutzt habe. Ich habe nämlich ein etwas anderes Ende vermutet, erwartet. Ja, aber gut, es ist meine Schuld, wenn ich Sachen erwarte und es kommt dann anders. So, wenn jetzt die anderen Schlafmützen auch noch akzeptieren würden, könnten wir loslegen. Ich mache mal Pause-Taste, bis die auch soweit sind. So, geht los. Wir haben sich ganz schön Zeit gelassen. Wahrscheinlich sind die gerade so halb AFK, die anderen Mitspieler, die wir jetzt kriegen. Oh, gut. The enemy has started to bring their Unicomplex into your dimension. We will stop this. We must. To do so, we need to destroy 10-dimensional conveyors on the surface of the Unicomplex. Also, da seht ihr auch schon, warum ich gestutzt habe. Ich habe nämlich das zum Abschluss erwartet. Der Feind hat begonnen, seinen Unikomplex in unsere Dimensionen zu bringen. Das müssen wir unterbinden. Wir haben keine andere Wahl. Um den Unikomplex aufzuhalten, müssen wir 10-dimensionale Zubringer auf der Oberfläche des Unikomplexes zerstören. Dann starte ich mal meine Jäger. Once we have done so, we shall deploy stitching anchors around its perimeter to form a network with my vessel. The Harmony will project shielding to each deployed anchor. It will take time to fully energize the shielding, and the Borg will attempt to disrupt the process and disable the anchors. Do not allow this. Sobald wir das geschafft haben, müssen wir Gewebeanker in der Umgebung einsetzen, um ein Netzwerk mit meinem Schiff der Harmony einzurichten. Die Harmony wird Schiffe auf jedem aktiven Anker projizieren. Es wird etwas dauern, bevor die Schilde voll geladen sind, und die Borg werden versuchen, diesen Prozess zu stören und die Anker zu deaktivieren. Das müssen sie verhindern. When the anchors are fully shielded and projecting stitching beams to the Harmony, we shall energize the network. The Vortex will be closed, destroying the Unicomplex in the process. Wenn through Harmony, we are secure. Through Unity, we are strong.
Wenn die Anker volle Schilder haben und die Gewebestrahlen zur Harmonie projizieren, werden wir das Netzwerk mit Energie versorgen. Der Wirbel wird sich schließen und dabei den Unikomplex zerstören. Durch Harmonie sind wir sicher, durch Einigkeit sind wir stark. Gut. Dann, hier haben wir übrigens die Assimilatoren, die ich im Verlauf der Story jetzt erwähnt habe. Die sind neu, die gab es vorher nicht in Star Trek Online. In anderen Star Trek Spielen habe ich das schon gesehen. In älteren Star Trek Spielen. Wenn wir die Startvorrichtung für die Sventi aktivieren, verschafft uns das einen Vorteil. Sie meint jetzt diese hier, wo sind sie denn, die Startvorrichtungen? Ah, da hat sich schon jemand drum gekümmert. Aber die Borg werden sie mit der Zeit wieder in Betrieb nehmen. Da haben wir noch eine Startrampe. Ist ein bisschen schwierig anzuvisieren. Und wir sehen hier auch Traktorstrahlen und Waffensysteme. Wenn wir die deaktivieren, wird die Mission leichter, beziehungsweise dauert nicht so lang, wenn wir das machen. Deswegen kümmere ich mich jetzt darum. Und hier werden gleich am Rande des Spielfelds Anker erscheinen, also so Art Positionsbarken. Also, wie gesagt, ich habe etwas gestutzt, weil ich habe sowas da als Abschluss erwartet und nicht das, wie die Episode tatsächlich geendet hat. Das war ein wenig unerwartet. Der Vormarsch des Unikomplexes wurde gestoppt. Setzen Sie die Gewebeanker ein. Da müssen wir jetzt zu diesen nummerierten Dingern dahin gehen. Gewebeanker 1 einsetzen. Und wir müssen dann verhindern, dass die Borg das unterbinden. Ich muss mal was für meine Heilung tun. So. Wir sehen hier 6 solcher Anker und wir sind aber nur 4 Spieler. Das heißt, die Spieler müssen sich um mehr als nur einen kümmern. Ich nehme mal die Nummer 3 da hinten. Gewebeanker aktiviert. Supramwirbel Teleport. So, Gewebeanker aktiviert. Projiziere nun Schilde. So, dann gehen wir zu Punkt 4, wenn es niemand anders tut. Die Sphären der Borg können ihre Warpkerne im Kampf absichtlich überladen. Hüten Sie sich vor dieser Taktik. Also Shiroyama will offenbar zu Punkt 4 muss ich. Da muss ich mich drum kümmern. Und dann muss ich mal schauen, ob das Ding in der Mitte, dieser Komplex da, ob sich da wieder was regeneriert hat, was wir... Gewebeanker 4 aktivieren. So, da versucht einer Punkt 3 zu übernehmen. Das müssen wir verhindern. Also irgendjemand muss es verhindern. Im Zweifelsfall halt ich, ne? Dieser Adapter hier versucht, Punkt 3 zu unterbrechen. Also die mit dem Fokuskreis oben drüber haben Priorität. Und die Nachrichten wiederholen sich jetzt immer wieder. Ich muss das nicht jedes Mal vorlesen. Das ist, führt uns nicht weiter. Ich glaube, wir müssen mal davor... Die Traktorstrahlen sollten wir ruhig mal außer Gefecht setzen, dass sie uns nicht behindern können, wenn wir da überfliegen.
Und Punkt 6 wird gerade nicht bearbeitet, muss ich mich drum kümmern. Ach, die muss ich auch noch abfangen. Also es gibt genug zu tun in dieser Mission. Ein Bug-Assimilator ist geflohen. Sie müssen verhindern, dass weitere flüchten. Ja, ist schon klar. Was soll ich denn noch alles tun? So, dann kümmern wir uns um Punkt 6. Da ist schon jemand hin. Oh, jetzt hat's mich zerlegt. Da habe ich einen Moment nicht auf meine Gesundheit geachtet. War abgelenkt. So, was kommt vor? A second assimilator is attempting to escape. Eliminate it. Successful deployment of shield to stitching anchor 5. Okay, der hat sich schon. A third assimilator is attempting to flee. Do not allow it to do so. Diesen Adapter fange ich ab, bevor er Ärger macht. Stitching anchor 4 is now fully shielded. Another Borg assimilator is moving to escape. Intercept and destroy. Da kümmert sich schon einer drum, da muss ich jetzt nicht hin. Punkt 3 wird nicht geschützt. Aber ich fange jetzt die da ab. Stitching Echo 1 shield is fully energized. A Borg assimilator is attempting to escape. Destroy it. Okay, ich denke, der kommt jetzt auch ohne mich hier klar. Startrampen eventuell wieder bearbeiten. Ich sehe keine Startrampen und die anderen Dinger sind nicht so wichtig. So, das große Finale. Gut, dann hoffe ich, dass die anderen so schlau sind, auf denselben zu zielen. Das sind taktische Kuben. Ich werde mal schauen, auf welchen die anderen feuern. Und werde dann versuchen, denselben anzuvisieren, auf den die schießen. Beziehungsweise am besten von derselben Seite die Schilde angreifen. Der hier wird angegriffen. Gut, dann fangen wir mal an. Und zwar von der linken Seite, von uns aus gesehen. Das heißt, ich wechsle mal auf die andere Seite des Kubus und helfe dem von auf der Seite seines Schildes. Weil wenn wir alle von unterschiedlichen Seiten drauf kloppen, kommen wir nicht weiter. Das sind taktische Kuben, die sind deutlich härter als normale. So. Und hier kann man sehen, auf welcher Seite die Schilde schwächer sind. Mal das Feuer auf mich ziehen. Ich habe immerhin einen Kreuzer. Also ein Dickschiff halt. Und dann können die anderen nämlich sorgloser arbeiten, wenn ich das Feuer abbekomme. Wir greifen alle dieselbe Seite. Ja, gut. Unklar. Ich glaube, das haben meine Kameraden nicht so richtig verstanden. Dass wir am besten auf derselben Seite angreifen. Aber wenigstens haben sie dasselbe Schiff angegriffen. Ist ja schon mal was. Meinem Schiff mangelt es ein wenig an Wendigkeit. Das sollte ich mal nachbessern. Es fliegt sich wie ein Asteroid. So, von hier aus ist gut, glaube ich. Die Schilde sind fast unten von dem Ding.
Das dürfte es gewesen sein. Da die taktischen Gruppen nun aus dem Weg geräumt sind, ist das gewebene Zwerg wieder einsatzbereit. Wir versiegeln den Wirbel jetzt. Also Mordsgedöns. The enemy incursion has been thwarted. Your contributions were a critical part of our success. Well done. Through harmony, we are secure. Through unity, we are strong. Unsere Anstrengungen heute waren erfolgreich. Der Angriff des Feindes wurde zurückgeschlagen. Ihr Beitrag war ein kritischer Teil unseres Erfolges. Gut gemacht. Durch Harmonie sind wir sicher, durch Einigkeit sind wir stark. Ja, dann schauen wir mal, was ich brauche. Glaube, ich nehme Undinen, kriege ich anders. Lucari nehme ich. Lucari-Marken. So, 145 Lucari-Marken. Nicht schlecht. Hier spricht die IKS Mulan mir. Operation abgeschlossen. Auf Warp gehen. Gut, und wir sind noch im Rahmen der 30 Minuten. Alles prima. Aber ich wollte das jetzt wirklich noch ergänzen, damit ihr versteht, warum ich gestutzt habe und mich gewundert habe, dass das Ende nicht so wie erwartet war von der Episode. Weil ich habe nämlich das sowas da als Ende erwartet, habe ich ja schon erwähnt. Und ja, gut. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich zeige nochmal die Episodenbelohnung, wenn man das wiederholt. Da war nämlich noch ein Gewehr. Dieses hier. Also dieses vollautomatische Antiborg-Gewehr könnte man bei Wiederholung der Episode gewinnen. Und das, die Audio müssen wir nicht wieder komplett durchkauen, die haben wir schon gehört zu Beginn. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.